Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 50 von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal das Straßenproblem hier oben irgendwo gehabt. Da müssen wir uns noch ein bisschen drum kümmern weiter. Es blinkt auch noch überall. Wir gehen da mal rein und gucken uns das an. Ja, es wird hier weniger, glaube ich, in diesen Seitenstraßen, aber insgesamt nicht gut. So, hier haben wir diese Zufahrtsstraße, die ganz schlecht ist. Und das ist eigentlich unser Hauptproblem. Vielleicht sollten wir uns als erstes darum kümmern. Gehen wir mal weiter rein. So, eigentlich ist es so, wir haben hier eine zweispurige Straße, die auf einspurig muss. Das würde bedeuten, wir müssten sie hier abreißen und rüberführen. Das machen wir doch jetzt mal, ne? So, passt schon. Gut. Das kann auch weg. Die können da gleich so drauf fahren. Machen sie auch. Wie wild. Interessant. Egal. Das passt auf jeden Fall. So, da hört jetzt die Straße auf und die muss hier hin. So, da müssen wir Straßenbau machen. Und diese Straße ist, glaube ich, sogar richtig. Und das will nicht gehen. Warte mal, das liegt daran, dass diese Straße da rechts auch noch weg muss, weil die auch nur zweispurig ist. Weg und weg. So. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Es muss eine sechsspurige Straße sein, die nach da fährt. Ein bisschen geschwungen müssen wir die jetzt haben hier. Ich glaube, so reicht's erstmal. Gut. Das war's. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Das ist ja eine Autobahn. Kriegen wir hier eine Autoaufbahn? Auffahrt so hin ohne Kreuzung. Ah, da fahren jetzt welche rein. So, und jetzt müssten wir eine Autobahnabfahrt haben, die hier lang geht. So, wie sieht das aus? Funktioniert das? Ich glaube, die fahren jetzt besser so, als wie wenn es eine richtige Straße wäre, ne? Ist kein Kreuzungsbereich mehr. Ich glaube, das sieht gut aus, ne? Kann das sein? So, Farbe ins Spiel bringen. Ja, jetzt ist nur diese tolle Kreuzung im Weg, in Anführungsstrichen. Ja, dann müssen wir uns die mal genauer angucken, ne? Eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus. Warum die noch rot ist, weiß ich nicht, weil so viel ist es doch nicht. Also die müsste doch gleich hier mit dem Grün weggehen, oder? Ne, das wird doch schon hellgrün. Ja, sieht doch gut aus, oder? Ist hier noch ein bisschen Farbänderung rein und dann ist gut. Jetzt wird schon nicht mehr so. Hier ist, glaube ich, die Grenze. Und ich glaube, das Tiefrote ist auch schon weggegangen. Kann das sein? Ja, sieht doch gut aus, oder? Das ist jetzt schon hellrosa. So, jetzt ist hier das Problem noch.
Da stehen sie immer noch bis hinten ran. Aber es räumt von hinten auf. Okay, das müssen wir abwarten, wie sich der Stau da lichtet, denke ich. Okay, dann machen wir zwischenzeitlich mal hier so ein paar andere Übersichten an. Hier ist der Dreck, das ist klar. Da müssen wir mal ein bisschen rauszoomen, den sehen wir besser von oben. Ja, ist klar. Da ist irgendwo noch ein Haus abgebrannt, da kümmern wir uns auch drum. Müll, 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 da ist dreckig. Hier ist Industrie und Abwasser. Ah, hier ist auch noch Abwasser. Müssen wir eine Kläranlage hinsetzen, dann hätten wir nicht so viele Probleme mit dem Abwasser, oder? Hm. Müll. Und da auch. Industrie und Müll am Ende. Passt. Können wir so lassen, denke ich erst. Ist auch im unteren Bereich alles eigentlich, oder? Direkt vor Ort ist klar, da riecht's nicht so dolle. So, lärmmäßig ist die Autobahn, die macht Lärm. Und dann die Wohngebiete selber und die Windkrafträder. Und Industrien. Oh, cool. Flugzeug direkt vorher, damit wir den Lärm auch richtig kennenlernen. Feuerwachen. Ah, da sieht's ja nicht ganz so rosig aus, ne? Wo ist denn jetzt hier das Flugzeug? Zoomen mal rein. Ja, da müssen wir auf jeden Fall was tun mit dem Feuerwachen. Das ist ja schlecht. Machen wir denn so eine Hauptfeuerwache? Das ist keine. Hier rechts war auch keine. Da ist eine. Gut, dann machen wir da noch so eine kleine hin. Und wo? Ich glaube, hier ist eine gute Stelle. Okay, verändert sich das dann farblich auch? Ja, wird schon schön bunt. So, dann haben wir das gleiche Problem hier noch. Wo musste man das da hinsetzen? Damit das in dem Industriegebiet tut, das ich schätze mal hier, oder? Und, wie sieht das aus? Nicht wirklich besser, ne? Doch, da werden ein paar grün, oder? Dauert nur eine Weile. Müssen wir hier noch eine setzen? Das ist schwierig, ne? So, und? Direkt vor der Tür, die werden noch nicht mal schön, ne? Aber jetzt ist es einigermaßen, oder? Brandgefahr. Hier haben wir auch noch eine. Ist hier überhaupt eine Feuerwehr? Nö. Machen wir sie hier hin, dann können sie überall hin, oder? Dahin. Gut, sieht aus, als ob alle begeistert sind. Farblich ändert sich hier auch was. Gut. Oh, hier unten ist auch nicht so dolle. Würde hier dann bedeuten. Oder da. Hier müssten wir noch abdecken. Und da. Das würde bedeuten, hier wäre irgendwo das Zentrum. Ja, das hat jetzt was gebracht, glaube ich. Sieht doch gut aus. Oh, hier unten ist auch nicht so prickelnd. Ja, hier, oder? Ist ziemlich zentral da rein. Ja, ist besser geworden, ne? Ja, wir können natürlich nicht jedes Haus richtig toll abdecken. Das geht auch nicht. Oh, hier sieht es gar nicht gut aus. Aber hier, wenn wir die hier hinsetzen, dann müsste das doch was werden, oder? Ja, da werden schon einige blau. Ja, gut, hat geklappt. Hier oben braucht die Industrie noch ein bisschen Unterstützung, oder wie sehe ich das? Da ist eine, da ist eine. Ja, dann müsste hier eine hin, ne? Verändert sich farblich auch in positivem Sinne, können wir so lassen. Vielleicht müsste hier hinten nochmal eine hin. Aber jetzt erstmal nicht.
So, feuertechnisch sind wir gut aufgestellt, dann denke ich mal. Polizei haben wir von Anfang an gut eingedämmt. Da ist nichts. Ja, unser Straßenverkehr, da sind diese ganzen Linien, die müssen wir dann mal schauen. Hier sind auch welche drin. Vielleicht werden wir da demnächst wieder eine eigene Sache machen müssen, aber nee, brauchen wir gar nicht. Das ist alles relativ gut abgedeckt, denke ich. 95 pro Woche fahren damit, U-Bahn fahren 184 und Zug 78, Flugzeug und Schiff haben wir noch nicht. Gut, brauchen wir auch noch nicht. Was haben wir hier? Bevölkerung. Ja, das sind hier die meisten Erwachsenen, haben wir. Das sollte auch so sein. Junge, Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Kinder können mehr sein. Fast, hier ist hauptsächlich Familien. Wir haben aber so, wenn man das hier so sieht, Grün und das Lila, ne? Ist ein Mischbetrieb, ne? Senioren sind hier zwischen. Hier auch. Ja, das ist, denke ich mal, ganz gut. Das sind ausgehende Verbindungen, eingehende Verbindungen. Wir haben jetzt gerade hier Waren, die rausgebracht werden, da Erz, nee, importiert werden, da wird Erz importiert. Hier hinten in dem Industriegebiet haben wir mehr Waldprodukte. Agrarprodukte sind Mangelware, oder wie sehe ich das? Ja, Öl dunkel ist auch was. Das importieren. Und wie sieht es mit dem Export aus? Ja, hier wird nichts exportiert. Verbrauchen wir alles selber, oder was? Da sind die wenigsten, die exportieren. Hier ein bisschen Öl, oder was? Export ist gleich null, oder was? Irgendwo steht da Erzprodukte exportieren wir, aber... Das kann ja nur eine Firma dann sein, oder wie sehe ich das? Oder sollen das hier die Erze sein? Da sehe ich jetzt nicht so, ne? Aber wird wohl der Erz sein. Naja. Zinkprodukte. Naja, läuft. Gut. Finanziell, Bodenrichtwerte. Ist hier im Zentrum etwas teurer wie am Rand, ist klar. Haben wir hier auch. Hier ist es im Zentrum wiederum teurer. Das ist in diesem Bereich dann, ne? Ja, und hier wird es dann teuer, aber ich glaube, dieses vielleicht, dieser. Aber den haben wir noch nicht, oder? Ne, ich glaube, das Hellgrün haben wir noch nicht erreicht. Wir sind nur eine Stufe vorher. Hier sind die Preise niedriger bei den Blocks. Ist auch klar. Gut. Hier haben wir noch Produkte. Hier hinten, da müssen wir mal noch ein Feld kaufen, dass wir auch dann Bauern engagieren können, die das nehmen. Hier war das Erz. Aber hier unten ist Öl. Da müssen wir uns auch noch hin verbreitern, damit wir Öl kaufen können. Haben wir dieses schon gekauft? Ja, müssen wir ja, ne? Cool. Da können wir hier noch was bauen. Vielleicht sollten wir dieses noch dazu kaufen, ne? Gut, demnächst. Fruchtbares Land gibt's wenig. Wald haben wir da unten überall und da. Und Erz ist auch da. Da müssen wir uns hier mal weiter drum kümmern, ne? Diese Bahn könnte man dann hier durch rumziehen, ne? Ja, werden wir wohl machen müssen. Oh, da ist ein Wassertropfen am Dingens. Kurz hier die Sachen. Ach so, das waren die Kreise und das ist Freizeit. Okay, da sind wir ganz schlecht aufgestellt. Keine Ahnung, wie wir da besser werden. Strom und Wasser. Ja, müssen wir was tun dran, ne? Gut, da fehlt's Wasser, wollen wir doch erstmal hier. Ja, müssen wir wo reinzoomen, ne? Na, ja, das war jetzt aber voll zu viel reingezoomt. Da hat er mir einen Riesenschritt gemacht. So, jetzt passt's, oder?
fehlt es noch an Strom. Was haben wir denn hier für ein Gebäude? Strom. Was machen wir da? Machen wir das. Also hier haben wir den Kommerz sitzen, ne? Ich denke, den machen wir dann da auch hin. Das sind ja Bürogebäude hier, die pflanzen wir da erstmal hin. So, einmal reingezoomt. Haben wir alles getroffen? Ja, sieht gut aus. Dann sollte auf Dauer der Strom da vielleicht auch hinkommen. Wurde ja auch da unten, wie man sieht, verlangt. So, passt, oder? Warte mal. Den nehmen wir weg. Und den nehmen wir auch weg. Irgendwo müssen wir ja Straßen reinbauen, oder? Und da nehmen wir noch einen weg. Ja, das geht dann schon. So, gucken wir, dass wir das Stromproblem dann in den Griff kriegen. Oder? Nee, mach weg. Mach weg. Besser eine Straße da vorbei. So, Wasserprobleme haben wir da aber auch noch. So. Wasser dürfte sich erledigt haben jetzt gleich. Beim Strom arbeiten wir noch. Die sind untereinander angeschlossen. Dann fehlen hier noch ein paar dazwischen. Aber wir könnten, aber das ist jetzt hier nicht, glaube ich, gut, oder? Obwohl doch. Dunkel besagt ja viel Wind, oder? Und das ist hier gar nicht mal so schlecht, oder? Ja, geht leider nicht mehr. Lassen wir so. Reicht. Okay, aber dann würde ich auch sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.